TV 22 Bauer bei Mais Boot, Mais Story und bei der Motor Freizeit. Und der Erich Scheiblauer, ein Journalistfreund aus Vorarlberg, der heute hier der Platzhirsch ist bei dieser Szene. Erich, wir stehen da am Adelberg und wir haben da eine abgesperrte Strecke, die Bundesstraße 1. Du als Journalist, was sagst du da dazu? Ja, es ist sensationell, dass wir im Vorarlberg noch auf öffentlichen Straßen Motorsport machen können. Wir haben das auch den seinerzeitigen Landeshauptmann, den Dr. Herbert Sausgruber, zu verdanken. Und nützen natürlich die Möglichkeiten, besonders der RRCV, der hier einen Teil der Vorarlberger Landesmeisterschaft durchführt. Und ich muss sagen, die Kulisse ist sensationell und bei so einem Wetter unglaublich. Schade, dass so wenig Zuschauer da sein dürfen. Es gibt nämlich Begrenzungen heuer und mit dem müssen wir leider leben. Ja, Erich, du weißt, es hat vor knapp 30 Jahren das Werbergrennen noch gegeben. Leider gibt es in Tirol keine Motorsportveranstaltung mehr, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Was sagst du dazu? Ist da mal eine Möglichkeit, wieder so etwas zu machen? Naja, nachdem auch in Tirol die Grünen mit in der Landesregierung sind, wird es immer schwieriger werden. Ausgeschlossen ist gar nichts und aufgegeben wird bei uns nur ein Brief und darum bleiben wir dran. Und mega super, dass wir wirklich nur Clubs oder Veranstalter haben, die was sowas veranstalten. Wenn wir jetzt einmal 25, 30 Jahre zurückdenken, Hochsöldenbergrennen, Kühtai-Bergrennen, Werberg-Bergrennen, war so eine super Geschichte. Und jetzt haben wir leider unter Einschränkungen einen Bergslalom mit Bayonne, wo man rumfahren muss. Ein richtiges Bergrennen ist es nicht. Finde ich absolut Wahnsinn, dass man so etwas nur durchziehen kann. Und dass man, besonders jetzt in der heutigen Zeit mit Corona, die erste Veranstaltung habe ich jetzt gehört, über die Grenzen hinaus, darum auch so ein extremes Starterfeld. Finde ich absoluter Wahnsinn. Ja. Ja, der Veranstalter, der hat sich was getraut, das zu machen, wenn man denkt, 200 Starter, 400 haben sich genannt und 200 haben sie müssen absagen. Du hast einen Startplatz bekommen. Wie fühlst du dich jetzt heute? Einer der wenigen Tiroler. Einer der wenigen Tiroler, das muss man dazu sagen. Eigentlich schade, weil in Tirol wäre der Motorsport mindestens gleich so viel wie in Vorarlberg. Ist natürlich eine absolute Ehre, dass man wieder mitfahren darf. Und ja, ich werde sicher mit meinen Spaß haben. Marco, prügel dein Audi rauf. Wir freuen uns schon. Das machen wir.